Hurra, die Bauern. Im mittleren Westen der USA waren fleißig, haben uns mit neuem Mini-Popcorn-Urmais versorgt. Ihr kauft auch schon ganz fleißig, doch ich wollte euch das neue Design und die neue Verpackung zeigen. Das hat sich nämlich alles verbessert seit dem letzten Mal. Vorher hatten wir 200 Gramm Mais, heute haben wir in der etwas größeren Verpackung, damit es etwas effizienter ist, 350 Gramm Mais. So viel Mais braucht ihr tatsächlich nur für eine Portion. Das sind 30 Gramm. Das sind so unsere Portionsgrößen, die wir in unserem normalen Popcorn haben, ne? 30 Gramm Mais. Bei den salzigen sind sogar nur 25. Und genau. Die Beutel sind wieder verschließbar, damit es nachhaltig ist. Müsst ihr das nicht alles auf einmal machen. Eure Beutel sind oben verschweißt. Das ist jetzt hier der Demo-Beutel, der ist halt offen. Genau, das könnt ihr halt sehen. Hier ist der kleine, wunderschöne gelbe Mais. Frisch geerntet, mittleren Westen der USA. Wir sind unseren Bauern ganz dankbar, dass sie das so fleißig ernten und liebevoll sich um den Mais kümmern. Genau, und den könnt ihr jetzt wieder bestellen bei uns im Shop. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback sendet. Viel Spaß beim Knabbern. Tschüss. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was der Unterschied ist zu allen anderen Maissorten, die ihr kaufen könnt für Popcorn im Supermarkt zum Beispiel, so eigentlich nur im Supermarkt oder auch online. Das ist manchmal Bio, manchmal nicht, ist aus Frankreich, kommt ja meistens. Das ist das Kino-Popcorn, das, was ihr in den genau im Supermarkt kaufen könnt. Kennt das ja bestimmt, das Popcorn hat oft die harten Schalen und schmeckt auch nicht so, naja, ist meistens sehr süß, muss man halt viel Zucker dran machen. Genau, das ist halt der Mais, der regulär verwendet wird. Der ist sehr, sehr billig. Das ist der billigste Mais, den man einkaufen kann für Popcorn, egal wie schön er verpackt ist im Supermarkt. Der kostet so ungefähr, ja, 600, 700 € pro Tonne. Da könnt ihr das mal ausrechnen. Genau. Und unser Mais hier, den kennt ihr, das ist ja Mini-Popcorn-Mais. Ich werde das mal ein bisschen daneben. Könnt das mal ein bisschen vergleichen. Das ist alles etwas fummelig. Aber ihr seht schon, viel, viel kleiner. Nur ein Drittel der Größe. Deswegen hat unser Mais diese harten Schalen nicht mehr. Ein Popcorn ist fast immer knusprig oder eigentlich immer knusprig. Und genau, das lästige Zähneputzen dann nach dem Popeln bleibt weg. Schaut mal in den Shop, wir haben den Mais jetzt wieder lieferbar. Uns hat ein Kunde gefragt, was es mit diesem Staub hier auf sich hat. Das könnt ihr hier nicht so ganz so gut erkennen. Das ist auch im Prinzip ganz unterschiedlich stark oder ausgeprägt. Das ist von den Körnern. Schaut mal hier an den Spitzen. Das ist echt schwierig zu sehen. Da sind so ganz kleine Fitzelchen dran. Genau. Seht ihr das ein bisschen auf meiner Hand? Und hier, wenn man das umschüttet, in so ein Messbecher. Auch hier kann man das nicht ganz so gut sehen. Ich kann nur mit dem Finger ein bisschen hier drin den Staub rausholen. Schaut mal. Hier seht ihr das ganz gut. Das ist letztendlich bei unserem Mais ein Qualitätsmerkmal, weil der nicht mit großen Maschinen stundenlang ausgesiebt wird, sondern der wird halt behutsam behandelt und abgefüllt dann direkt in den USA, nachdem er gereinigt wurde. Also von Fremdkörpern oder Steinchen oder so. Genau, und deswegen haben wir halt manchmal diesen Staub oder diese Knüssel hier drin. Wie gesagt, das ist aber kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil und spricht für die hohe Qualität von unserem Mais. Schaut mal in den Shop, da gibt es den jetzt wieder. Ihr lest manchmal Non-GMO oder gentechnikfrei oder ohne Gentechnik. Genau, das heißt im Prinzip, dass die Maissorten, eigentlich egal welcher, die anderen auch, die normalen herkömmlichen industriellen Popcorn-Maissorten, die sind ohne Gentechnik hergestellt. Das heißt, da werden keine Sorten künstlich eingekreuzt oder im Prinzip der Gencode verändert. Das sind im Prinzip immer reine Sorten, die sind sortenrein. Genau, die werden so gezüchtet und dann jedes Jahr immer wieder angepflanzt. Ich wollte euch erklären, warum der ein andere Mais eigentlich so groß ist. Ja, das ist der herkömmliche Supermarkt-Popcorn-Mais. Das ist unser Mais. Ihr seht, der hat nur ein Drittel der Größe von den Körnern. Das liegt daran, dass es die ursprüngliche Maissorte, so wie sie aus Südamerika über den
Mittelamerika in den mittleren Westen der USA gekommen ist. Und da haben die Amish den über 350 Jahre quasi immer in dem Ursprungszustand gehalten, die Mars-Sorte. Als Christopher Columbus den damals mitgebracht hat nach Europa, hat man festgestellt, dass der hier nicht wächst oder keine Erträge bringt, weil im mittleren Westen der USA viel mehr Sonne scheint als hier in Europa. Deswegen wurde der quasi immer weiter gezüchtet, immer gegen immer mehr Resistenzen, dass er immer mehr Ertrag bringt auf kleinerer Fläche, die Pflanzen immer größer werden, immer mehr Kolben bilden, die Kolben werden immer größer. Ihr kennt das, wenn er spazieren geht, die Maiskolben sind schon fast so groß wie ein Unterarm. Die Maiskolben von dem alten Urmais von uns, die sind ungefähr so groß wie ein Daumen. Der Mais wächst auch eher so wie Gras, weil es halt eine ursprüngliche Sorte ist. Wird nur 80 cm bis 90 cm ungefähr groß und das sind meistens 4 bis 5 Ähren, die wachsen. Und dieser Atombombenmais, wie ich gerne sage, das ist ja immer ein ganz lange Maispflanze, die 3,50 Meter, 4 Meter groß ist. Genau, der Mais ist halt sehr resistent gegen Krankheiten und gegen Schädlinge, der lässt sich gut transportieren, gut lagern, der wird nicht so schnell trocken und so weiter. Hat im Prinzip nur Eigenschaften, die die Industrie schätzt und Industrie braucht für industrielle Lebensmittel. Bei unserem Mais ist es eben so, dass der sehr klein ist, sehr anfällig, der trocknet relativ schnell aus. Das heißt relativ schnell, das dauert auch noch 2-3 Jahre. Genau, und die Körner sind zu klein, haben deswegen eine kleine Oberfläche, ganz feine Schale und es ist sehr knusprig, das Popcorn. Es hat auch noch sehr viele Ballaststoffe, viel mehr als der Mais. Ihr seht schon, der Unterschied ist gewaltig zwischen dem herkömmlichen Mais und unserem Mais. Es ist echt schwer, das zu verdeutlichen. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Es ist ja schon wieder alles ein bisschen duster. Noch mal ein bisschen mehr Licht. Da könnt ihr den Unterschied eigentlich ganz gut sehen, ne?